Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose und heute schauen wir uns den Supervollmond an, der am Montag, kommenden Montag, dem 19. August stattfinden wird. Supervollmond deshalb, weil der Mond der Erde näher ist und da schön groß zu sehen ist. Und Vollmond ist ja auch immer so ein Energiewechsel, also es ist ja so, da strahlt alles so in einem, die Nacht ist hell erleuchtet und man sieht eigentlich auch so diesen Mond so ganz, ganz klar. Und wenn man den Mond klar sieht, ist das natürlich auch ein Zeichen für die Gefühle, um Klarheit in die Gefühle reinzubringen. Und das ist auch natürlich immer sehr bedeutend, so vom Astrologischen her, weil das eine Innenschau, aber auch eine Außenschau sein kann, wo natürlich manches ans Tageslicht auch geschwemmt wird. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Supervollmond an. Grundsätzlich findet der auf der Achse Löwe-Wassermann statt. Und diese Löwe-Wassermann-Achse ist ja so diese Selbstausdruck-Kreativitätsachse mit dem Horoskop drinnen. Das heißt, der Löwe drückt aus die Lebenslust, die Lebensfreude. Der Wassermann drückt das Neue, die Revolution, das Originelle aus. Also eine Kreativitätsachse, wo sich das abspielt. Sonne und Mond stehen in Opposition, in einem Spannungsverhältnis. Das bedeutet halt einfach, dass sie in Zeichen stehen, also wo man merkt, okay, sie werden gefordert, sie fordern sich auch gegenseitig heraus. Und wenn man jetzt noch einmal so zu dieser Löwe-Wassermann-Achse etwas sagen kann, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo es um auf der einen Seite das Individuum geht, ja, also der Löwe, der sein Leben leben will, also der, man denkt an den Partylöwen, man denkt an die Sommernächte, wo man sagt, da ist die Lebenslust, die fließt, die Sexualität fließt, also da ist man einfach in einer sehr lebenslustigen Energie. Und demgegenüber steht der Wassermann, der neue Ideale will, der sich nicht nur mit dem, was man jetzt leben kann, abgeben will, der das transzendieren will, der da drüber gehen will, der einfach sagen will, es soll was Neues kommen. Er möchte Revolutionen, er möchte natürlich auch Neues fühlen, er möchte einfach wirklich in die Zukunft reingehen. Und jetzt steht der Mond im Wassermann natürlich nicht so, der fühlt sich nicht so glücklich, weil der Mond möchte eher Heim, Herd, Familie, der möchte so das Gewohnte haben. Und der Mond als Prinzip auch des Krebses tut sich ja ganz schwer oft einmal mit Veränderungen, weil der halt zwar sich sehr viel nach etwas sehnt, aber nicht unbedingt immer so das veränderungsfreudigste Zeichen ist im Tierkreis. Naja, und jetzt haben wir eben da den Mond stehen. Das ist, wenn man es im Horoskop hat, im Geburtshoroskop, ist der Mond im Wassermann natürlich auch immer so ein bisschen der Abstand von den eigenen Gefühlen. Also man kann die Gefühle dann besser ausblenden auch oder abblenden. Und man hat vielleicht nicht so den Zugang, nicht so das Empathische, nicht so das Pflegende, Mütterliche, ist aber auf der anderen Seite noch sehr kreativ und originell natürlich auch mit seinen Empfindungen drinnen. Ja, die Sonne im Löwen ist natürlich immer so das Leben pur genießen, ne? Das ist ja so diese Lebenslust feiern, Lebensfreude. Also das ist nur mal so zu dieser Achse gesagt. Aber wir haben einen spannenden Vollmond. Es geht jetzt auch darüber hinaus, über Sonne und Mond hinaus. Aber jetzt kommt der Kick zu diesem Supervollmond wirklich mit rein ins Feld. Und dieser Kick im Feld ist natürlich der Uranus im Stier, der immer noch unsere Materie, unsere Werte durchwirbelt, und der macht ein Quadrat sowohl zum Mond im Wassermann als auch zur Sonne im Löwen. Und das ist natürlich etwas, wo das überraschende Element zur Sonne, zum Mond dazukommt. Das heißt, die Überraschung bekommt jetzt dieses Vollmondlicht drauf, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Also es wird das Plötzliche, das Überraschende, das Neue, der Umbruch der Werte wird sichtbar werden, wird ganz klar, wird klarer und wird deutlicher, dass eben wirklich auch das Normale, so wie wir es gewohnt sind, nicht mehr normal ist. Und das ist da eindeutig. Und Sonne-Uranus-Quadrat ist ja ein bisschen so die Manie, das sind so dieses Himmelhoch jauchzend, so Tode betrübt, das sind so Gefühlsschwankungen auch. Also wenn du da jetzt die kommende Woche so Probleme hast damit, also so mal auf, mal ab, so Achterbahnfahrten, dann lass dich da bitte nicht irritieren, das geht vorüber. Und dasselbe ist natürlich auch mit den Gefühlen, dass man da oft einmal den Kontakt mit Mond im Wassermann da zu den eigenen Gefühlen, ich habe es vorher gesagt, schon ein bisschen verliert, und mit dem Uranus noch einmal drauf, kann das eben auch noch mal sein,
dass sich das noch einmal verstärkt in dieser Zeit. Also das ist wirklich so dieses Aufladen, dieses Uranus, dieses Umbrüchlers in unserer Materie. Das ist natürlich auch das Aufladen so Uranus im Körper. Und das wird noch gewürzt, also diese Quadrate da vom Uranus, der schießt jetzt auch noch einmal im Quadrat zum Merkur. Und der Merkur steht eben in Konjunktion auch mit dem Löwen, also mit der Sonne im Löwen. Und das bedeutet halt auch noch einmal, naja, man ist überschwänglich, man möchte vielleicht auch viel ausdrücken, man möchte reisen. Und mit Uranus ist da immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, natürlich, habe ich auch schon erwähnt im vorigen Video. Und man muss auch aufpassen, eben wirklich mit Quadratabstand, Merkur-Uranus, also da mit Deals, mit gewissen Handel, mit Verträgen, da jetzt wirklich, wirklich vorsichtig sein, denn das ist jetzt äußerst aufgeladen in dieser Zeit, noch dazu, weil der Merkur ja immer noch rückläufig ist. Das heißt, wir haben wirklich nach innen gekehrend diese Energien und diesen Druck zu spüren. Und dieser Druck wird noch einmal verschärft über Mars-Jupiter, die sich ja im Zwillingzeichen da begegnen zu diesem Vollmond. Also wir haben diese Konjunktion Mars-Jupiter und die schießen jetzt rauf im Quadratabstand zu Venus, ja. Und das ist wieder dieses Überprüfen von Partnerschaften, also die werden jetzt ganz genau geprüft, was passt zu mir, was nicht, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. Also da ist wirklich für Partnerschaften wird eine spannende Woche werden, kommende Woche. Und da geht es natürlich dann auch noch einmal, was möchte ich denn ausdrücken, was möchte ich denn sagen? Und da möchte man eigentlich so die Wahrheit kundtun, da möchte man neue Ideen auch mitteilen, aber das wird dann oft einmal auch unter Merkur rückläufig, womöglich ist das nicht die richtige Zeit oder es wird noch nicht so gut verstanden. Also da einfach ein bisschen darauf achten und vor allem eben in großen Aussprachen, unter Anführungszeichen die großen Gespräche, das wollte ich dir schon immer sagen, in Partnerschaften da vielleicht noch eine Woche warten. Normalerweise hat es dann noch Zeit, weil in dieser Konstellation kann da sehr viel in die Brüche gehen. Und wir haben ja auch noch dazu das Quadrat Jupiter, also Jupiter-Mars, also wo eben diese Energie drauf ist, haben wir ein Quadrat zu Saturn im Fische. Und da habe ich auch schon gesagt, naja, ist ja so wirtschaftlich, kann sich das auswirken. Und das ist allerdings auch noch einmal so eine Spannung, wo ich wirklich sage, okay, da geht es eigentlich so um diese innere Struktur und dieses sei außen nicht so laut, sondern sei innen lieber klar. Und das, denke ich, wäre da auch so eine Botschaft. Also bevor du herumkrakeelst und irgendetwas kundtust, wäre es gut, nach innen zu gehen und schauen, bin ich innen wirklich klar? Und was hat denn in mir wirklich jetzt die Lust, sich auszudrücken? Und da geht es, denke ich, schon, da geht es auch so um diese Authentizität. Was gehört denn zu mir? Was passt zu mir? Was passt nicht zu mir? Und was möchte da ausgedrückt werden? Und mit dem würde ich mich da auch beschäftigen. Das ist eine gute Energie jetzt dann am 19. August, eben in dieser Vollmondnacht. Also dieses, was spüre ich denn in mir? Wie klar bin ich denn in mir? Weil Fische ist so, dass es Innere ist, so das ist Jenseitige. Und Struktur kommt über den Saturn rein. Genau, also da würde ich auf jeden Fall hinschauen. Und diese Klarheit und Struktur betrifft auch nochmal die Venus, weil da ist eine Opposition Saturn-Venus. Und das ist wieder partnerschaftlich. Was passt zu dir, was passt nicht zu dir? Prüfe das und ändere es. Also es ist nichts, was du gesagt, versprochen hast, ist in Stein gemeißelt, sondern es muss jetzt zu dir passen. Es muss jetzt einfach passend für dich sein. Und da bitte einfach einmal, ja, sei dir da bewusst einfach, dass du das auch prüfen kannst und natürlich auch, wenn es sein soll, verändern. Ne? Ja, wie gesagt, Uranus, die Überraschung, Mars, Jupiter, Riesenenergie, also geballte Sterne. Der Uranus selber macht auch noch ein Trigon zu Pluto und auch der Neptun hat ein Sextil zu Pluto. Und Pluto ist ja jetzt noch rückläufig, der ist jetzt gerade dann wieder richtig auf dem Weg ins Steinbockhaus rein. Und es ist am Ende Wassermann, geht jetzt nochmal in den Steinbock bis in November rein. Und das ist für mich jetzt noch einmal so dieses Zeichen, dieses, das soll Altes wegfallen und aufbrechen.
Und ich lade dich jetzt nochmal ein dazu. Am 25. August habe ich den Kurs Pluto, Ahnenthemen und Karma lösen anhand deines Horoskops bei mir in Linz oder auch über Zoom kann man teilnehmen. Und mach das, das ist eine gute Zeit, auch diese Ahnenthemen loszulassen, alles, was dich da einschränkt, beziehungsmäßig loszulassen und da wieder frei zu werden und klar zu dir zu kommen. Also du siehst, ich zeige dir nochmal an der Grafik, wir haben da wirklich unter Anführungszeichen Krieg der Sterne, also wir haben sehr viel spannende Aspekte, Spannungsaspekte, der Uranus spannt, der Jupiter spannt, der Saturn spannt, Venus, Mars spannen, also da haben wir wirklich Spannung pur, Mond und Sonne spannen auch noch dazu und der Merkur, der ist auch noch ein bisschen unter Feuer, also es wird eine spannende Woche, nächste Woche. Auf jeden Fall, das ist so der Höhepunkt, das ist so dieser Kulminationspunkt vom August. Und deshalb tief durchatmen, klar bei dir bleiben. Vielleicht findest du wirklich in dir Strukturen, wenn du möchtest, mach diesen Pluto-Workshop bei mir. Kann ich nur empfehlen. Ist jetzt kein Verkaufsvideo, sondern es geht wirklich darum, wo ich mir denke, da kann man jetzt gut einfach damit arbeiten. Und ja, und sonst sehen wir uns auf jeden Fall am Ende der Woche, am Ende der nächsten Woche wieder mit einem weiteren Astro-Tipp. Und mittwochs gibt es ja auch immer eine Meditation, die da vielleicht auch dazu passt. Also vielleicht findest du ja was bei mir am Kanal. Und wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video. Und auch wenn es jetzt drückend wird, ab Montag so rum, also mit dem Vollmond, die Welt dreht sich weiter und auch das geht vorüber. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Erni. Tschüss.